Und damit seid gerüstet mit dem Zwerg und Hobbits und erinnert zu einem Part. Chaos auf der Brunia mit dem Rufus, mit dem Boso und mit dem Zwergenfürst auf dem Kotter. Genossen. Na dann, schauen wir mal, hier haben wir eine Luke Skywalker. Ja. Ein Taucheranzug. Na, sehr schön. Ein Verschlag. Im Verschlag ein Taucheranzug gefunden. Luke, kommen wir dort irgendwie durch. Das scheint ja jetzt hier das U-Boot von Donnergol zu sein. Verdammt, zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay, durch die Luke kommen wir nicht ins U-Boot rein. Aber das U-Boot haben wir auf jeden Fall hier schon mal festgesetzt. Und da ist die Donner ja drin, also die Lady Goal Klingel. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Das gleiche nochmal mit ihr Dingens. Verbindung mit Gravelgaul. Endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Werde ich nicht machen. So, Klingelstreich. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Klinge. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Na komm. Was denn? Rufus, ja. Hast du das? Rufus! Das funktioniert. Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Das sollte ich unbedingt noch ein drittes Mal machen. Das wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Schön. Aua. Ein kleiner Rufusabdruck. Eine Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Nochmal. Schade, sie haben die Klingel abgestellt. Oh. Aber hatten wir doch gerade so viel Spaß. Oh, wie schade. Jetzt haben wir aber einen Hüpfstein in der Tür. In die Kutter. Hey, Goul. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goul. Das kann sein, aber ich werde die Luke trotzdem aufkriegen. Wenn nicht, mach mal einen Tauch. Einen Tauchkurs. Eine Tauchfahrt bis runter ins U-Boot. Steigen wir von unten ein oder wie auch immer. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Na, dann können wir einsteigen. Ja, wir können einsteigen. Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja, stimmt. Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ganz bestimmt haben wir da eine Hintertür. Das ist... Oh. Hintertür. Schlauch. Was? Jetzt haben wir Schläuche entfernt. Okay.
Können wir die Schläuche irgendwie woanders anbringen? Ich kann aufs Inventar gerade nicht zugreifen. Hier noch was? Ich wusste, nee. Dann müssen wir hoch. Wir haben Schläuche. Okay. Und nun können wir vielleicht. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Tja, wir haben zwei Schläuche. Tja, finden wir im Vorschlag vielleicht noch was Wichtiges? Noch was Richtiges? Was Wichtiges, Richtiges? Damit wir doch noch irgendwie in die Luke. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Okay. Haben wir hier im Kutter irgendwas? Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Bah. Ich sehe hier gerade nichts, was wir mitnehmen könnten. Tja. Ja, Boso, hast du vielleicht einen Plan? Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da war. Vielleicht kann Boso uns was sagen. Ja, hallo Boso. Hey Boso, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Das klingt nach einem guten Plan. Alter Boso, du hast dich wirklich kein Stück verändert. Lukas zu, die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. So weit, so gut, aber wie komme ich jetzt rein? Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat! Ich habe einen buschigen Bart! Und alle haben Angst vor mir! Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walrock. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Ja, aber sag mal, wie komme ich da jetzt rein? So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Die ist ja verschlossen. Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Tja. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Okay, haben wir hier eine Lampe. Oh. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Ja, vielleicht können wir die Kerze irgendwo für gebrauchen. Wir haben noch schon einen Topf darin gesehen, das ist so ziemlich das Einzige, was wir benutzen können. Topf. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Okay. Ein Topf mit geschmolzener Kerze. Können wir doch bestimmt jetzt ein... Ja, Abdruck. Das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Aha.
Ein Abdruck. Vielleicht können wir den jetzt hier Taucher nehmen. Vielleicht können wir den statt uns unterschicken. Was soll denn das darstellen? Na was schon? Das ist mein Stunt-Double. Gestatten Ray Coulson. Stunt-Double? Du hast doch nicht etwa Angst vor Delfinen, oder? Ich hab Angst? Da kann ich doch nur drüber lachen. Aha. Moment mal. Was für Delfine, Jen? Psst, Ray Coulson. So kann ich den Anzug auf jeden Fall nicht runterlassen. Er ist zu leicht. Ja, ich bin zu leicht. Und eben nicht. Ich mache meine Stunts eh lieber selbst. Er ist zu leicht. Einen Schlauch mit reinpacken. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Tja, vielleicht können wir hier... Es sieht vielleicht so aus... Wasserhahn, Schlauch, vielleicht... Mit Wasser voll tanken. Der Schlauch ist zu kurz. Kombiniere. Mach einen längeren Schlauch. Okay, ein längerer Schlauch. So, jetzt Wasserhahn. Wasser. Aha. Okay. Okay. Ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, aus Angst. Okay, kannst du es dir, ja. Hey, Boso! Ist doch jetzt nicht genug. Rufus, was liegt an? Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung, die Viecher... Ich probier mal... Tu das, ich such... Okay. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Ach so, ja, jetzt müssen wir den Abdruck... Tauchhalm... Zeit für mein Stunt-Double. ...und runterlassen. Ray Coulson. Hey, lass Boso. Runter. Hey, Rufus, was liegt an? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Und runter damit. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Dann kannst du... Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde niemals... Oha. Ups. Egal, was du gemacht hast, sie sind wirklich sauer. Das, das sah nicht so gut aus. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, den Delfin da unten. Jetzt können wir vielleicht runter, jetzt können wir vielleicht da rein. Und vielleicht eine Möglichkeit. Oh, eine Luke. Sie haben eine Luke freigelegt. Delfine. Das sieht nicht gut aus. Ups. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz und gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Wahnsinns gutes Spiel.
Box of the Puya. Das sieht doch fast schon final aus. Sind wir gleich im Finale.